Erstmal dem Kommerz einen Tribut zollen. Der am wenigsten gelesene Schriftsteller Europas. Er schreibt im Schatten, verborgen vor den Blicken der Welt. Somit, mich zu lesen, ist ein sehr exklusiver Club. Kindergefängnis und andere verlassene Orte. Eine Anthologie von Corinna Griesbach. Eine Sammlung aus atmosphärischen, gruseligen und teilweise mysteriösen Kurzgeschichten rund um Lost Places. Auf der Seite 221 mit meiner Story Der Unverbesserliche. Ein Hallerbuch, käuflich überall dort, wo man angeblich Bücher kauft. Und nun weiter mit dem Video. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode meiner Reihe Escapismo, in der ich über interessante Comics spreche. Comics, die dazu geeignet sind, dass man sich in sie vertieft und dass man die teilweise eher lästige Welt da draußen für eine Weile vergisst. Und heute möchte ich mich mit einer abgeschlossenen Tetralogie beschäftigen, aus der Feder von Jean-Luc Istan. Die entstand zwischen den Jahren 2009 und 2015 mit dem Titel Das fünfte Evangelium. Und Istan ist überwiegend für Fantasy und allerlei Larger-than-Life-Stories zuständig, also oft Themen, die mich nicht unbedingt anziehen. Aber hier steht ein historischer Realismus im Mittelpunkt und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich lese hier mal von meinem Tablet aus den offiziellen Teaser des Splitter Verlags. Das Heilige Land im 12. Jahrhundert. Auf rätselhafte Weise verschwinden junge arabische Mädchen. Alle waren Waisen und hatten dasselbe Symbol eintätowiert, die Hand der Fatima. Zur gleichen Zeit wird der Herzog Milan de Plancy auf heimtückische Weise von 4 Vermummten ermordet. Doch dies ist nur der Anfang einer Mordserie, die in Verbindung mit mysteriösen Schriften steht, deren Enthüllung das Ende des freien Jerusalems einläuten und selbst das heilige Rom erzittern lassen könnten. Gemeinsam mit dem König von Jerusalem macht sich der Erzdiakon Guillaume de Tyr daran, Licht in die mörderische Verschwörung zu bringen. Ja, die Einschätzung könnte lauten, dass diese vierbändige Comics-Reihe so eine Art Mischung aus Name der Rose von Umberto Eco und Da Vinci Code von Dan Brown ist. Und ja, das kann man so sehen, aber ich finde, dass das eine relativ runde Geschichte geworden ist und es taugt sichtlich für eine gute Stammtischdebatte bei Kaffee oder Spezi darüber, ob nun das Geheimnis, um das es hier geht, wirklich imstande wäre, Rom und das Christentum in seinen Fundamenten zu erschüttern. Das Ganze ist eine durchaus reißerische Mystery-Geschichte, ein Thriller mit teilweise horrorhaften Zügen und nicht verlegen, auch mal ein Klischee zu bedienen. Gesichtslose Meuchelmörder mit Kapuzen, die über Sünder richten. Salahuddin ist natürlich der stets aufrichtige Edelmann. Die gewohnt hinterhältigen Tempelritter sind auch mit von der Partie. Und doch muss ich sagen, dass viele der historischen Gestalten durchaus sehr plausibel rüberkommen. Ich will nicht sagen realistisch oder authentisch, weil das festzustellen eher einem Historiker zustünde. Aber plausibel ist ein gutes Wort, das deutlich macht, dass dies keine wandelnden Klischees sind. Zumindest nicht die ganze Zeit. Allem voran begegnen wir natürlich Balduin dem IV., König von Jerusalem, und seiner Schwester Sibylle. Balduin ist hier noch ein junger, aufgeweckter Teenager. Noch nicht gezeichnet von der Lepra, die mit seinem Schicksal so verbunden ist. Er ist jener König, der in den späten Jahren diese silberne Maske trug und nach Augenzeugenberichten extrem verunstaltet starb. Doch hier ist er noch ein junger Aristokrat, umgeben von Mentoren und Ratgebern. Der Hauptprotagonist ist Wilhelm von Tyrus, der ebenfalls eine historische Gestalt ist. Hier könnte man durchaus Parallelen suchen zu
William von Baskerville aus Umberto Ecos Name der Rose, während man sich sichtlich keinen Gefallen tut, zu viele Vergleiche mit den historischen Persönlichkeiten anzustellen. Und natürlich ist da auch der erwähnte kurdische Fürst Saladin oder Salahuddin. Die Qualität dieser Reihe ist die Atmosphäre und die eskapistische Dimension. Erneut ist dies eine Comic-Story, deren Aufgabe eben darin besteht, dich zu entführen und den drögen Alltag unserer Wirklichkeit für eine Weile zu vergessen. Denn von den Seiten der Comicsbände steigt der Duft des Orients auf mit allen dazugehörigen Details und all dem Schmutz, aber auch all dem Grandiosen. Hier können wir mal Saladin sehen oder Salahuddin. Das ist eben der junge König Balduin. Natürlich ist auch unübersehbar diese unverrückbare Distanz zwischen dem Leben der Adeligen hoch auf den Terrassen und den Mauern, Mauergängen ihrer Paläste in Jerusalem und dem oft mühsamen Alltag der gewöhnlichen Bevölkerung, die hier mal christlich, mal jüdisch und mal arabisch ist. Nicht alles mutet zuverlässig authentisch an, wenn eine der Handlungsfiguren plötzlich von einer Entfernung von einigen Kilometern spricht. Mag man sich wundern, wo denn im 12. Jahrhundert plötzlich Kilometer herkommen. Aber das sind Randbemerkungen. Die Darstellung dieser Welt und dieser Kultur ist sichtlich spannend und visuell extrem reizvoll. Die Darstellung der Moslems in dieser Geschichte ist ausgewogen und sichtlich keiner christlichen Animosität unterworfen. Und ebenso treten auch die Juden hier frei von Klischees in Erscheinung. Und ebenso kann man auch nicht behaupten, dass hier irgendeine Art von dumpfer, einseitiger Christentumkritik geübt wird. Also dafür ist die Geschichte zu sehr daran interessiert, dich in diese Begebenheiten zu entführen und nicht unbedingt zu belehren. Also von dumpfen Gesamtverhaftungen kann man hier auch nicht sprechen. Der Comic versucht durchaus, der politischen Komplexität jener Zeit gerecht zu werden und geht eben auch auf die Fraktionen ein, die in jenen Jahren in Jerusalem und den fränkisch-lateinischen Staaten in der Levante um Macht und Einfluss buhlten. Wir erleben durchaus großartige Vistas und Landschaften im Landesinneren mit antiken Ruinen in der Wüste. Hier musste natürlich Petra hinhalten, wie so oft in solchen Geschichten, sehr naheliegend. Die Grafiker dieser Bände prägen einen farblich eher monochromen Stil, wie man sehen kann. Die Farben reichen dabei von einem staubigen Ocker über rostiges Braun bis zu einem stark gedämpften Blau. Dies ist also kein farbgewaltiger Comics, was dem mittelalterlichen Jerusalem sicherlich nicht gerecht wird. Doch es ist eben nicht die Aufgabe dieser Comicszeichner, eine postkartenartige Vision einer fernen Zeit umzusetzen, sondern Panel für Panel eine bestimmte Atmosphäre heraufzubeschwören. Und wenn ich sage, die Grafiker, ist das ein interessanter Punkt hier, denn die vier Bände, die alle von Istan geschrieben wurden, wurden tatsächlich von unterschiedlichen Zeichnern erstellt. Gleich geblieben ist die Koloristin Elodie Jacquemoire, deren gedämpfte Farbpalette sichtlich zu einer bedrohlichen, aber stellenweise auch konsequenten Ästhetik beiträgt. Der erste und zweite Band mit den Titeln Die Hand der Fatima und Die Höhle des Cerberus wurde von Timothée Montagne gezeichnet, während der dritte Band mit dem Titel Herodium von Roberto Villacava gezeichnet wurde.
Und schließlich der vierte Band mit dem Titel Offenbarung, der wurde von Benoit Delac gezeichnet. Dieser Wechsel der Penciler und Inker hatte vermutlich pragmatische Gründe, weil dieses Projekt eine doch lange Entstehungszeit hatte und für Band 3 und 4 Timothée Montagne möglicherweise nicht zur Verfügung stand. Somit haben wir es hier mit der Situation zu tun, wo zwei andere Künstler ihren eigenen Stil sichtlich unterdrücken und letztendlich Montagnes Stil imitieren, damit die gesamte Serie konsistent erscheint. Und das gelingt ziemlich gut, bei dem vierten Band vielleicht etwas weniger, aber im Großen und Ganzen ist das eine beachtliche Anstrengung. Aber in der Welt der Comics ist das ja nicht ganz unbekannt, dass ein anderer Grafiker dann das Steuer übernimmt und letztendlich seinen eigenen Stil richtig viel herunterfährt und deutlich seinen Vorgänger imitiert. Wobei es natürlich so ist, dass es sehr viele extrem professionelle Comiczeichner gibt, die letztendlich diesen generalistischen Ansatz haben und wo es teilweise schwer ist, in ihrer Arbeit einen ganz intimen, authentischen Stil zu erkennen, weil sie auf so vielen Hochzeiten tanzen und letztendlich imstande sind, sich immer wieder neu zu verwandeln. Und das ist natürlich etwas, was nicht allen gegeben ist. Das ist etwas, was manche eben können und manche nicht können und manche gar nicht wollen. Alles in allem, wenn es darum geht, sich auf eine Reise zu begeben und die Gedanken mal abzulenken, ist diese Reihe ein perfektes Vehikel dafür. Das fünfte Evangelium ist exotisch, düster, es ist faszinierend, eine herrliche, abenteuerliche Zeitreise in eine Zeit und Ära, die sich ziemlich hervorragend für Abenteuergeschichten eignet und die ganz eindeutig immer etwas zu kurz gekommen ist, wenn es darum ging, Abenteuergeschichten zu erzählen. Also ich kenne gar nicht so viel Material, das sich eben mit diesen 70 oder 80 Jahren beschäftigt, als die Kreuzritter eben ihre Staaten in der Levante besaßen und Jerusalem in der Hand hatten. Und es ist natürlich, und das ist ja auf der anderen Seite heute fast schon ein Klischee, es ist natürlich eine Detektivgeschichte aus einer Zeit, als es noch keine Detektive gab. Und das war's dann wieder. Das hier war also ein Video über die Tetralogie, das fünfte Evangelium von Jean-Luc Istan. Und durchaus etwas, was ich empfehlen kann. Eine schöne Reihe für den Sommer, um sich mal mit einem kalten Getränk irgendwo zu verziehen und in diese hitzige, kontroverse Welt abzutauchen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.